Guten Abend und herzlich willkommen zum 101, dem Expertengespräch von Mein Geld TV auf den Lipper Fund Award 2017. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Sven Pfeil, er ist Senior Portfolio Manager bei Aramea Asset Management. Guten Abend, Herr Pfeil. Guten Abend, Frau Hegewald. Herr Pfeil, ich gratuliere Ihnen ganz herzlich für Ihren Preis, den Sie bei Lipper gewonnen haben. Können Sie uns verraten, welches Konzept Sie bei dem Rendite Plus eigentlich verfolgen? Vielen Dank, ja, sehr gern. Wir investieren im Aramea Rendite Plus in Nachranganleihen. Nachranganleihen gibt es von Banken, Versicherungen und von Industrieunternehmen. Wie der Name schon sagt, Nachrang, man wird nachrangig bedient, wenn es zu einer Insolvenz kommen sollte. Das ist aber natürlich nicht unsere Idee. Wir treffen eine sorgsame Emittentenauswahl und dann hat man einen sehr hohen Renditevorteil bei Nachranganleihen. Wir sind noch immer knapp unter 5% als durchschnittliche Rendite der im Fonds enthaltenen Anleihen und glauben, dass das ein sehr, sehr interessanter Renditevorteil ist, denn diese Anleihen verlieren für den Emittenten die Anrechenbarkeit auf das Eigenkapital, werden früher oder später zu teuer für den Emittenten und das ist unser Value für die Investoren und für unseren Fonds. Herr Pfeil, können Sie uns noch verraten, inwieweit sich die Zinserhöhung auf den Fonds auswirken? Ja, das kann man sehr gut die letzten Monate erkennen, wo wir ja doch leicht steigende Zinsen gesehen haben, nicht nur in den USA, sondern auch in Europa. Und der Fonds hat trotzdem positiv performt. Das heißt, wir haben in dem Fonds eine negative Korrelation. Das heißt, unser Fonds entwickelt sich anders als Staatsanleihen und Pfandbriefe. Und vor dem Hintergrund glauben wir auch, dass es eine interessante Ergänzung darstellt. Eine letzte Frage, Herr Pfeil. Gibt es aus dem Hause Aramea weitere interessante hybride Anlagemöglichkeiten für die Zukunft? Ja, da sind Wandelanleihen zu erwähnen. Wir denken, dass Wandelanleihen in jedes gut diversifizierte Portfolio gehören. Wandelanleihen bewegen sich zwischen Anleihe und Aktie. Das heißt, da haben wir den hybriden Charakter. Wandelanleihen konnten in der Vergangenheit besser performen als Aktien oder auch Anleihen und das auch bei deutlich geringerer Schwankungsbreite. Und Wandelanleihen sind auch ein guter Ersatz oder können durchaus auch konkurrieren mit Multi-Asset-Fonds. Insofern ganz klares Plädoyer für Wandelanleihen. Vielen Dank, Herr Pfeil. Vielen Dank, Frau Hegewald.